Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Mario Maker 2 mit dem Story-Modus. Unser Schloss nimmt langsam Form an, wie man sieht. Aber trotzdem müssen wir noch mehr Aufträge machen. Jups. Wilder Kutschenritt. Ich habe ein Level mit einem Feuer-Junior-Clown-Kutsche gebaut. Der ist absolut cool. Halt Y gedrückt, um harte Blöcke zu stören und Gegner zu rösten. Wenn du in eine Röhre willst, steige mit R aus. Schauen wir uns das mal an. Bin gespannt. Wilder Kutschenritt. Oh, zu weit in der Lava drin. Zu weit in dieser scheiß Lava drin. Na gut. Also dann bist du links gekommen. Nicht rein. Wir haben die Steine nicht kaputt machen können. Doch, warte. Ah, komm nicht rein. Schade. Wie krieg ich das kaputt? Mann! Oh. Wieso krieg ich das nicht kaputt? Wieso krieg ich das nicht kaputt? Na gut. Weiter geht's. Oh yeah. Ist auch gar nicht. Mann! Da wollte ich zu viel, da wollte ich zu viel! Scheiße. Ah. Okay, dann machen wir ein bisschen vorsichtiger wieder. Ah.
was macht er denn da? Mann, jedes Mal. Drücke diesen blöden Hüpf-Knopf. Hit MC, los. Jetzt schaffen wir es. Zähne, dann hole ich jetzt nicht. Ich glaube, ich werde hängen. Von meinem Glück. It was Mario number one. Mario Woo. Number one. So. Gucken wir mal. Gebäude, yes. Die obere Seite ist fertig jetzt auch endlich. Hauptgebäude. Hauptgebäude ist noch nicht fertig. Ah, dauert natürlich, bis das Schloss noch fertig ist. Jetzt noch neue Münzen, neuen Auftrag. Kettengreifer Hängepartie. Nein, oh, ich lese es nicht durch. Schon wieder nicht gemacht. Leute, das gibt's doch gar nicht. Immer vergesse ich das zu lesen. Grünschnabel Zimmermann. Okay, Kettengreifer Hängepartie. Geht das nicht? Wieso? Was soll denn da gemacht werden? Mal nach kurz. Bei der Arbeit war nicht viel zu tun. Da habe ich mir ausgedacht, was mit Kettengreifen alles anschauen kann. Wenn man ihnen zu nahe kommt, lassen sie fallen, was sie gerade gegriffen haben. Probier mal aus, ob du bis zum Ende kommst. Okay. So, warte. Ah, jetzt, ah, okay, jetzt verstehe ich's. Okay. So. Mhm. Okay, ah, clever. Okay.
Ah, kleine Rätselanlage wieder mal. Nein, ah, warte. Rübernehmen und dann. So. Okay. Gut. Nein! Schau mal ein. Nein! Nein! Was ist los? Ach nein! Nochmal! Weiß. Nein, schnapp den gleich wieder. Doch gar nicht. Nein. So, jetzt dann. Schnapp dir einen. Zeit geht langsam flöten. So. Nein! So. Okay. Oh, 35 Sekunden noch? Das ist einigermaßen okay, ne? So! Ja! War nett! Nicht so schwer, aber... Ach, Mann. Sehr gut gemacht. Mal gucken, was das bauen kann. Aber erstmal mit ihr reden, ne? Das erste, so geht's, Hauke steht. Jetzt kommt man durch das Tor schon mal nach oben. Wie gut das alles aussieht. Mein eigenes Talent macht mir Angst. Dann weitere. Keine Müdigkeit vorschützen. Im Moment können keine neuen Arbeiten angefangen werden. Aber es kann nicht schaden, weiter Aufträge zu erledigen. Oder du sprichst mal mit den Bauarbeitern. Das motiviert sie sicher. Moment mal, alle drei Bauarbeiter liegen auf der faulen Haut. Streik mal drei mal Sabotage. Warte mal, mit denen reden wir jetzt mal. Dreh dich mal gehörig in den Hintern. Was ist da los? Mario, könnte ich dich kurz sprechen? Worum geht's? Aber sag davon ja nichts den Bauleiterin. Achso, okay. Die Bauleiterin muss sich wohl verrechnet haben. Es ist kein Steinquader für die Treppe mehr übrig. Und wie ich sie kenne, wird es unbedingt ein Steinquader aus der Wüste sein müssen. Könntest du mit von Y eine hierher schleppen? Aber heb dir keinen Bruch, die Dinger sind schwer. Okay. Na guck mal, das ist ja auch lustig, ne? Eine kleine Aufgabe machen, um dieses Schloss weiterzubekommen. Erreiche das Ziel mit einem Steinquader. Also viel springt aber leider nicht. Sieht. Kann ich eigentlich umhauen damit? Wahrscheinlich. Warte. Ach Mann! Okay. Kann ich so richtig hochspringen damit? Man kann den Steinquader auch liegen lassen, wenn man rein. Na, geht nicht auch. So geht's doch auch. Oh. Ja, auch nicht schlecht. Nehmen wir mit. Thank you.
Okay. Mist. Na gut. Ach, warte mal. Ach, sei dumm. Muss ich den ganzen neuen holen, oder? Ja, wahrscheinlich. Also ich könnte da irgendwas reinlegen, aber dich. Na gut. Können wir noch einen nehmen. Haha. Sollen wir zurück und dann wiederholen? Wenn das geht. Ich weiß es gar nicht, ob es funktioniert. Da liegt ja hier vorne noch einer. Nein! Will ich den ganzen Weg zurücklaufen? Ja, ich weiß jetzt, wie ich mich fühlen würde, weil ich das Ding verloren habe. Na gut, müssen wir nochmal neu machen. Ich dachte, ich könnte die Lücke da füllen, damit dieser Tornado da so rüber geht, aber es geht anscheinend nicht. Oder von der anderen Seite. Obwohl, dann bringt es ja nichts, man kriegt den Stein ja nicht da raus. Na gut. Super. Mann. So. War jetzt auch nicht so schwierig, gebe ich zu. Gut. Ah. Sehr gut. Motivierter Arbeiter. Aber nächstes, was hat er denn für ein Problem? Hör mal zu, Mario. Die Bauleiterin hat mir Lakitos Wolke abgenommen. Angeblich ein Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften. Pft. Aber ich sollte wohl nicht so laut sprechen, bevor sie noch etwas mitbekommt. Flüstere ich es dir besser ins Ohr. Himmlische Arbeiten. Ohne Lakitos Wolke komme ich nicht zum Westflügel, aber die Baulerin will das einfach nicht einsehen. Könntest du mir nicht eine neue besorgen? Ich verspreche euch, ganz vorsichtig damit zu sein. Machen wir. Also, mit der Wolke ins Ziel kommen. Kriegen wir hin. Himmlische Arbeiten. Erreicht das Ziel auf Lakitos Wolke. Müssen wir den natürlich erstmal schnappen. Achso, der ist schon gleich hier vorne, okay. Haha, das war relativ schnell und relativ doof. Oh, Alter, man kommt da so leicht gegen. Kacke. Okay, warte mal, nochmal. Oh yeah. Achso, hat auch gar nicht so viel Zeit. Nein! Hat nur 10 Sekunden Zeit oder was? Oder 15? Oh, da muss aber schnell sein jetzt. Okay, nochmal. Zack, ist mir egal wie. Hauptsache, komm mal rein. Hätte natürlich mehr Münzen holen können. Aber den Ehrgeiz habe ich jetzt gar nicht. Ne?
So. Naja, was wir leer haben, warum ist er denn so traurig? Tutti, was ist los? Um von hier zum Ausflügel zu lernen, bräuchten wir einen Ausrufezeichenblock, aber kannst du mit der Baulerin ein Geheimnis bewahren? Dann hör mal zu. Der Liedertod, der die E-Blöcke anfängt, ist noch immer nicht hier. Ich fürchte fast, die Ballon hat sich mit dem luftgeleeren Zeitplan vertan. Also, bitte suchen Liedertod und bring ihn zu uns. Danke schon mal. Let's go. Okay, holen wir den. Den Liedertod. Tod. So. Oh. Oh no. Wie kacke war das denn? Ach so. Moment. Oh, oh. Komm da rein. Ist der Tod tot? Nee, ne? Muss ich wiederholen von hinten? Oder ist er weg? Ist die Frage, ne? Kann ich ihn wieder einsammeln? Ich glaub fast nicht, ne? Okay. Okay. Müssen wir nochmal machen. Blöd. Den habe ich natürlich da verloren. Das ist natürlich bescheuert. Kurz hier unten warten. Fies. Zack. So. Oh yeah, Mario Time. Sehr gut. Weitergekommen. Hallo. Hallo. Sieht gut aus. Das kann ich mir irgendwie. Könnt ihr auch was machen jetzt für mich? Der Liedertote hat uns angefertigt. Die Baulerin hat ihn wohl tatsächlich auf die falsche Luftgleiche gefördert. Manchmal habe ich das Gefühl, es würde besser laufen, wenn man uns nicht die ganze Zeit von oben reinreden würde. Aber verrate bloß ihm, dass ich das gesagt habe. Dann werde ich mich jetzt weiter um die Ausflüge kümmern. Sprich mit der Baulerin, wenn es losgehen soll. Okay.
Danke, dass du mich abgeholt hast und glaube, dass ich auf eine falsche Luftgelehre war. Ich bin übrigens der lila Tod, freut mich sehr. Meine handgezimmerten E-Blöcke sind im ganzen Königreich berühmt. Probier sie einmal aus, dann wirst du sehen, warum. So, schnacken wir mit dir. Wo soll es weitergehen? Oh, setzen wir noch erstmal einen oben drauf, oder? Ja. Alles klar, die Arbeit, Leute. Cool. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt. Oh, dann müssen wir hier 5 Sachen machen. Jetzt schon. Los, es warten noch Aufträge auf dich. Cool. Ja, vielen Dank. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.